Ich hatte leider niemals einen Großvater. Aber ich glaube, so wie er hätte ich mir einen gewünscht. In all der Zeit bin ich immer wieder zu ihm gegangen. Ich habe bei ihm meine Schulsachen gekauft, später die Sachen, die ich für mein Studium brauchte. Und er hatte immer ein offenes Ohr für mich. Wenn ich Liebeskummer hatte oder Schwierigkeiten in der Schule oder beim Studium, wenn ich nicht weiterkam, er wusste immer ganz genau, welches Buch mir hilft. Das war echt phänomenal. Ach ja, Oskar, ich werde dich echt vermissen. Es hört sich wirklich spannend an, aber im Moment bin ich nicht interessiert. Vielleicht später. Danke. Auf Wiederhören. Ich denke, wir sollten uns im Namen der Menschlichkeit endgültig von der immer wieder missbrauchten Vokabel Gott verabschieden. Das aber verlangt, dass wir lernen, die existenzielle Verunsicherung zu ertragen, die mit einem Leben ohne Gott unbestreitbar verbunden ist. Das Finanzamt interessiert sich nur dafür, dass Sie Ihre Forderungen fristgemäß erhalten. Was sonst aus dir wird, interessiert Sie nicht die Bohne. Was tue ich denn jetzt? Schwierige Frage. Allerdings... Ja? Du findest eine Art Mäzen. Mäzen? Ja. Einer, der es gut mit dir meint. Du bist doch ausgesprochen hübsch und... Es wird dir bestimmt gelingen, jemanden zu finden, der dir einen Gefallen tut. Du gibst. Da, sehen Sie das? Der Ellbogen, wie er langsam gegen den Brustkorb drückt. Das Kinn drückt er leicht nach hinten, drückt die Zunge gegen die Vorderzähne. Wie machst du das bloß, Junge? Ich will nicht nochmal weinen. Wir waren ein Jahr lang zusammen. Sie sagt, es ist aus. Und ich? Ich sage gar nichts. Ich feige Sau. Ich feige Sau. Und ich habe sogar noch Erdnüsse für sie gekauft. Mama!